Nächster Redner ist der Abgeordnete Lichert für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr verehrter Herr Prof. Ronenfitz, es ist gar nicht möglich, in der Kürze der Zeit Ihre Tätigkeit angemessen zu würdigen. Deswegen möchte ich es gar nicht erst versuchen. Aber unser Dank und unsere Anerkennung sind Ihnen selbstverständlich sicher. Ich konzentriere mich lieber auf die Themen, wo besonders auch wir als Legislative hier im Hohen Haus gefordert sind, nämlich die Datenschützer und Informationsfreiheitsbeauftragten stärker zu unterstützen als in der Vergangenheit. Die Aufgabe des HBDI ist es nämlich, zu kontrollieren, ob Datenschutzrecht und Informationsfreiheit, also die einschlägigen Gesetze und Verordnungen, auch richtig und korrekt angewandt werden. Es ist jedoch nicht Ihre Aufgabe, dieses Datenschutzrecht zu schaffen. Das ist Aufgabe der Legislative, also unsere. Wohl wissend, dass natürlich der hessische Aktionsradius sehr begrenzt ist. Dennoch müssen wir uns fragen, ob dieser Rechtsrahmen richtig gesetzt ist. Dennoch, die entscheidenden Weichenstellungen erfolgen auf Bundes- und EU-Ebene. Apropos EU. Im vergangenen September hat die EU-Kommission die digitale Dekade ausgerufen. Big Data, künstliche Intelligenz, Telemedizin. Es fehlt kaum eine Modevokabel in diesem Buzzword-Bingo. Die andere Bingo-Variante mit dem weniger parlamentarischen Vokabular schenke ich mir an der Stelle. Meine Damen und Herren, hoffen wir, dass an dieser Stelle es ein etwas weniger peinlicher Flop wird als die Lissabon-Strategie, die im Jahre 2000, damals auf dem Höhepunkt des Internetbooms, ebenfalls als 10-Jahresplan für die Entwicklung der EU ausgegeben wurde. Es sollte nämlich die EU bis zum Jahre 2010 zum wettbewerbsfähigsten, dynamischsten, wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt gemacht werden. Wir erinnern uns, im besagten Jahre 2010 steckte die EU und vor allen Dingen die Eurozone in ihrer bis dato größten Krise, der Euro-Schuldenkrise. Was macht uns glauben, dass es dieses Mal besser laufen wird? Warum erwähne ich das hier? Ganz einfach, weil heute die Buzzwords andere sind. Aber inhaltlich geht es doch immer noch darum, die vielbesungene Digitalisierung zu gestalten. Und bei der Digitalisierung liegen Utopie und Dystopie so nah beieinander wie in keinem anderen Politikfeld. Genau aus diesem Zusammenhang speist sich die Bedeutung von Datenschutz und Informationsfreiheit und der entsprechenden Beauftragten. Und wie so viele Grundrechte war auch das Hessische Datenschutzgesetz von 1970, es ist schon mehrfach hier erwähnt worden, vor allen Dingen ein Abwehrrecht gegen einen übergriffigen Staat, dem bis dahin ungekannte technische Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Das Spannungsfeld bestand also zwischen Staat und Bürger. Heute sind viele geneigt, dieses Spannungsfeld eher zwischen den Bürgern oder, soll man besser sagen, Usern und den großen Internetplattformen zu vermuten. Herr Honka hat ja ebenfalls in diese Richtung argumentiert. Und das mag natürlich in dieser einer Zeit, wo diese Internetplattformen mehr Umsatz machen, als viele Länder Bruttoinlandsprodukt haben, plausibel sein. Aber schauen wir doch einmal auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es geht hier nämlich um die Gefahr einer staatlichen Instrumentalisierung dieser Plattformen. Die Methodik des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes führt nämlich dazu, dass die Plattformen starken Anreizen unterliegen, lieber einmal zu oft als einmal zu wenig zu löschen. Sie zensieren de facto. Das Totschlagargument lautet natürlich, Hass und Hetze und vor allen Dingen Gewaltaufrufe sollen verhindert werden. Meine Damen und Herren, ich würde es mir ja wünschen, wenn das effektiv auch passieren würde. Mir fehlen jedoch die Belege, und das liegt sicherlich nicht nur, aber auch an der politischen Schlagseite dieser Zensurpolitik. Zu befürchten ist vielmehr eine gefährliche Symbiose aus staatlicher Überwachung und privater Kommerzialisierung unserer Daten- und Kommunikationsströme. Meine Damen und Herren, niemand hat die Absicht, die Verschlüsselung privater Kommunikation zu untergraben. Aber so könnte man ganz leicht überspitzt den Stand der Debatte zusammenfassen. Deutschland und die EU versuchen die Quadratur des Kreises. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll weiter möglich sein, aber gleichzeitig sollen Strafverfolgungsbehörden Zugriff erhalten. Wie das gehen soll, ist offen. Aber auch heute ist es wieder so, dass dem Staat neue technische Mittel in die Hand gegeben sind, und wir als Gesetzgeber müssen Sorge tragen, dass sie nicht gegen die Bürger missbraucht werden.
von Zeiten, in denen der Inlandsgeheimdienst, der sogenannte Verfassungsschutz, gegen die größte Oppositionspartei im Bundestag eingesetzt wird und wo demonstrierende Bürger ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollen, sind das keine theoretischen Risiken. Das Spannungsfeld besteht heute wie vor 50 Jahren zwischen Staat und Bürger. Und deswegen heißt es ausnahmsweise mal zu Recht, wehret den Anfängen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Lichert. Nächster Redner ist der Abg. Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE. Ich mache es diesmal andersrum, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rohn-Nellenfitsch. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute haben Sie dem Hessischen Landtag den 48. Tätigkeitsbericht zum Thema Datenschutz und Informationsfreiheit vorgelegt. Und dafür möchten wir Ihnen als Fraktion DIE LINKE ganz ausdrücklich danken. Sie haben in diesem Bericht wieder wichtige Hinweise für das gesetzgeberische Handeln gegeben, auf Sicherheitslücken in der Verarbeitung von personenbezogenen Daten hingewiesen und die Grenzen des staatlichen Handelns bei Videoüberwachung aufgezeigt. All das haben wir im Digitalisierungs- und Datenschutzausschuss ausführlich diskutiert. Und deshalb werde ich gar nicht auf so viele Aspekte hier eingehen, weil ich glaube, heute ist eben auch ein besonderer Tag. Es ist nämlich der letzte Bericht, den Sie als Person heute hier vorlegen. Und deshalb möchte ich mich darauf konzentrieren. Seit dem 18. September 2003 waren Sie das Gesicht, die Stimme dieser so wichtigen Institution. 6.292 Tage standen Sie dem vor, und keiner Ihrer Vorgänger war so lange im Amt wie Sie. Und um das einmal deutlich zu machen, was in der Zeit passiert ist, Sie sind 2003 in dieses Amt gekommen. Aber erst am 1. Januar 2007 hat Steve Jobs die Bühne betreten und hat davon gesprochen, one more things, und holte das iPhone 1 aus der Tasche, heute nicht mehr wegzudenken. Da waren Sie aber schon 3 Jahre im Amt, Herr Prof. Dr. Rohn-Nellenfitsch. Das zeigt, welche lange Zeitspanne Sie den Datenschutz an dieser Stelle begleitet haben. Und wir bedauern außerordentlich, dass wir Corona-bedingt eben nicht mit Ihnen den 50. Geburtstag des weltweit ersten Datenschutzgesetzes feiern konnten. Dieses Gesetz, aber natürlich auch Sie und Ihre Arbeit und die Arbeit Ihrer MitarbeiterInnen hätte es sicherlich mehr als verdient gehabt. Aber ich hoffe darauf, dass wir eine Gelegenheit haben, den Geburtstag nachzufeiern. In diesem Jahr werden so viele Menschen ihren Geburtstag nachfeiern. Und da werden wir dann auch einen Platz finden für den Geburtstag und die Würdigung dieses Gesetzes und ihrer Arbeit. 1970 formulierte der Hessische Landtag die ersten gesetzlichen Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten überhaupt. Das Hessische Datenschutzgesetz stellte damit die Weichen für jede weitere Diskussion des Datenschutzes innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Ja, letztendlich ist dieses Gesetz vor allem seine Auffassung über die Persönlichkeitsrechte der Grundstein für die Datenschutzgrundverordnung, mit der wir uns die letzten 3 Jahre ja so intensiv beschäftigt haben. Die Idee dafür ist aber eben schon 50 Jahre vorher gelegt worden. Und um mit einem Vorurteil hier mal aufzuräumen, Sie, Herr Prof. Dr. Rohn-Nellenfitsch, Sie haben niemals Daten geschützt. Das war auch nie Ihr Antrieb. Was Sie geschützt haben, das waren die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, denn das ist der eigentliche Wesensgehalt des sogenannten Datenschutzes. Und um den Auftrag da noch einmal deutlich zu machen, habe ich noch einmal geschaut, was das Bundesverfassungsgericht 1993 in seinem Volkszählungsurteil deutlich gemacht hat, als es den Schutz personenbezogener Daten zum Grundrecht erhoben hat und Sie, oder vielmehr Ihr Amt, aber Sie natürlich dann auch in Person als Amtsinhaber, zum Grundrechtswächter erhoben hat. Das Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der der Bürger nicht mehr wissen kann, wer was
wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, durch solche Verhaltensweisen nicht aufzufallen. Und dann führt das Bundesverfassungsgericht weiter aus. Hieraus folgt, die freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen eine unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Jetzt muss man noch mal überlegen, 1983 war das. Was hat sich in der Zeit getan? Wie hat sich Technik weiterentwickelt? Zu dem Zeitpunkt hat noch niemand davon gesprochen, dass es irgendwann künstliche Intelligenz, dass es Big Data oder Silostrukturen in großen Datenbanken geben wird. Die haben das vorweggenommen und ihre Aufgabe war, und der sind sie immer nachgekommen, dieses eben auch entsprechend zu beachten und Hinweise darauf zu geben, wo wir die persönlichen Freiheitsrechte möglicherweise einschränken. Diesem Leitgedanken waren sie immer verpflichtet und sie haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Idee eben unter diesen rasant sich ändernden technischen Bedingungen weiterzuentwickeln, immer wieder anzupassen und ja, das war auch ein Teil ihrer Aufgabe, immer wieder neu zu interpretieren, weil die Zeit und die Technik eben nicht stehen bleibt. Und dafür, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, gebührt Ihnen unser Dank, unser Respekt und auch wenn wir immer oder wenn wir häufig in Detailfragen nicht einer Meinung waren, unsere Anerkennung für Ihre Arbeit. Ich bin der letzte Redner der Fraktionen und deshalb möchte ich auf eine Sache eingehen, die uns neben Ihrer fachlichen Expertise sicherlich hängen bleiben wird, nämlich die Art und Weise, wie Sie hier Ihre Berichte häufig vorgetragen haben. Ich war nur im Genuss, das zweimal live zu erleben, aber ich hatte sie vorher auch schon immer mir durchgelesen. Ich habe versucht, Songtexte zu googeln, aber ich muss gestehen, mein Musikwissen reicht nicht annähernd an das Ihre heran. Und so blieb ich dann bei Roger Whittaker hängen. Abschied ist ein scharfes Schwert. Aber das ist weder Ihre Musik noch Ihr Stil. Und das ist auch gut so. Wir wünschen... Also, Herr Kollege Felshausen, hätte ich gewusst, dass Sie Roger Whittaker anführen, hätte ich schon früher die Redezeit angemahnt. Denn die haben Sie mittlerweile, locker erreicht. Dann kommen wir zum Abschied. Wir wünschen Ihnen jetzt in den beginnenden Unruhestand, dass Sie mehr Zeit für Ihren Rock'n'Roll haben. Und in diesem Sinne unser Abschied mit dem Song der Spencer Davis Group, Keep on Running, Mr. Ronellenfitsch. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielen Dank, Herr Felshausen. Sie waren aber nicht der letzte, sondern der vorletzte Redner. Denn jetzt kommt noch Dr. Jörg-Uwe Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Für den Müll. Soll ich? Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde auch, Herr Prof. Ronellenfitsch, wenn Sie auch zu Recht darauf hinweisen, dass wir gerade in Zeiten leben, in denen es zum Lachen wenig Zeit und insbesondere wenig Muse gibt, ich glaube schon, dass dieses Haus, der Hessische Landtag, heute bei Ihrer Verabschiedung auch noch einmal ein bisschen lachen darf. Lachen nicht, weil Sie uns als Datenschutzbeauftragter nach 17 Jahren und 5 Monaten verlassen, sondern lachen, weil Sie sehr viel Lachen und sehr viel Freude in dieses Haus gebracht haben. Und ich habe mir gemeinsam mit meinem Kollegen Kosmil mal ein bisschen die Mühe gemacht, herauszusuchen, womit Sie uns zum Lachen gebracht haben. Aber alle die Kolleginnen und Kollegen, die erst kürzer hier im Landtag sind, möchte ich noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, Herr Ronellenfitsch hat das nicht gemacht, damit wir lachen, sondern Herr Ronellenfitsch hat es gemacht, damit viele von uns, die Datenschutz als ein sehr sprödes, als ein teilweise auch sehr verhinderndes Instrument erachten, sich damit einmal etwas anders beschäftigen, intellektueller vielleicht damit auch auseinandersetzen. Ich habe mir erlaubt, Herr Prof. Ronellenfitsch, einige Ihrer von diesem Pult aus gesprochenen Zitate
aufzuschreiben und uns allen zu verlesen. Wenn alle Probleme gelöst sind, tauchen immer wieder neue auf. Jeder für den Datenschutz Verantwortliche kann einerseits alte Mauern schleifen, muss andererseits aber auch neue Mauern gegenüber neuen Angriffen errichten. Genau das haben Sie in den letzten 17 Jahren immer wieder getan. Es war insbesondere im Bereich der europäischen Diskussion und der Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten Ihr Ziel gewesen, Ihr persönliches Ziel gewesen, hier Mauern einzurichten, dass nicht alles zentralistisch aus, was auch immer, Brüssel, Luxemburg, Straßburg heraus regiert wird. Zweites Zitat. Ferner leuchtet mir nicht ein, warum Journalisten datenschutzrechtlich eine Sonderstellung eingeräumt werden sollte, die über die Vergünstigungen der Strafprozessordnung hinausgeht. Das sind keine Priester und keine Anwälte. Das sind Journalisten. Dieser Satz tut, Sie merken es, jedem hier im Raum gut. Aber er ist auch richtig. Und ich gehe davon aus, dass die Journalisten diesen Satz vielleicht auch noch einmal wiederholen werden, jedenfalls, wenn sie heute Abend vielleicht bei einem guten Glas Wein über ihre Arbeit nachdenken. Drittes Zitat. Der Staat wurde geschaffen, jetzt wird es etwas theatralisch, haben Sie gesagt, um den Wolf im Menschen zu zähmen. Dadurch wurde der Staat zum Wolfe. Er bleibt dies, auch wenn er Kreide frisst. Zu seiner Domestizierung dienen Instrumentarien der Gewaltenteilung, in die auch der öffentliche Datenschutz eingebunden ist. Jetzt eine vollkommen andere Zugehensweise als eben das Thema, was ich gesagt habe, sondern sehr, sehr tiefgründig das einzuordnen, was Datenschutz in unserer Gesellschaft ist. Und eine der Kolleginnen und Kollegen hatte es vorhin gesagt, letztlich schützen Sie nicht die Daten, sondern letztlich schützen Sie den jeweiligen Menschen. Und das sagt dieses Wort hervorragend aus. Auch die Errungenschaft des Datenschutzrechts werden vielfach als lästiges Hindernis technischer Entwicklung betrachtet. Dann besteht hierzulande die Neigung, das Recht der technischen Entwicklung anzupassen. Das Recht der technischen Entwicklung anzupassen. Ich warne davor, sich das Recht passend zu frisieren und diesen Neigungen nachzugehen. Das ist ein Appell an uns, das ist ein Appell an die erste Gewalt, immer wieder aufzupassen, dass man sich nicht zum Sklaven der technischen Entwicklung macht, sondern dass man das macht, wofür wir, glaube ich, in Hessen schon seit über 50 Jahren stehen, nämlich dass wir immer wieder abgewogen haben zwischen den Interessen, ja, es gibt eine neue Technik, ja, die Ideologie, die meine Partei noch bis vor mehreren Jahren hatte, man muss, koste es, was es wolle, verhindern, dass Daten gesammelt werden, ist vom letzten Jahrhundert. Wir können das ja noch wollen, aber wir können es nicht mehr. Also müssen wir ein anderes System finden, da müssen wir Recht anpassen. Ich habe gestern mit Ihrem künftigen Nachfolger darüber debattiert, ob es ein Recht, ein Eigentumsrecht an eigene Daten gibt. Wir beide haben darüber auch schon sehr, sehr häufig diskutiert. Das gibt es wohl so nicht, aber wir müssen uns halt mit neuen rechtlichen Systemen auch an die Herausforderungen machen, aber wir dürfen diese Systeme nicht machen, damit die Technik auf alle Fälle bestimmt. Ich könnte jetzt noch viele, viele, insbesondere 5, 6 von diesen Zitaten von Ihnen, Herr Ronellenfitsch, nicht nur vortragen, sondern auch noch mich darüber positiv auslassen. Ich möchte es nicht tun, da ich als Präsident da oben manchmal das Gefühl habe, dass wenige auf die Uhr gucken. Ich möchte gucken und möchte Ihnen deshalb ganz herzlich sagen, vielen herzlichen Dank. Ich kann mich daran erinnern, es war im September des Jahres 2003, als Sie sich bei der FDP-Landtagsfraktion vorgestellt haben. Das war im Hotel Oranien. Sie werden es vielleicht nicht mehr präsent haben. Das war ein Verfahren, das ein bisschen anders war. Die Kollegin der Sozialdemokraten hat darauf hingewiesen, als es diesmal der Fall ist. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können stolz darauf sein, dass wir in Hessen nicht nur 50 Jahre Datenschutz gerecht und gesetzt haben, sondern dass wir auch 17 Jahre und 5 Monate Herrn Ronellenfitsch als dessen Beauftragten hatten. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und an jedem 21. September werde ich an Sie denken. Wenn ich auf mich und meinen Geburtstag anstoße, dann stoße ich auch auf Ihren Geburtstag an. Wir haben nämlich am selben Tag Geburtstag. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Hahn. Für die Landesregierung spricht der Innenminister, Herr Staatsminister Beuth.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Prof. Runellenfitsch! Der 48. Tätigkeitsbericht für den Datenschutz ist der 16. und vermutlich der letzte Bericht, den Sie als hessischer Datenschutzbeauftragter vorgelegt haben. Eine beeindruckende Zahl. Noch beeindruckender ist die Zahl der Amtsjahre. 17 Amtsjahre, das ist die Rekordmarke hier bei uns in unserem Lande. Kein anderer war so lange hessischer Datenschutzbeauftragter als hessischer Datenschutzbeauftragter im Amt wie Prof. Runellenfitsch. Nicht einmal der sicher allen wenigstens dem Namen nach noch bekannte Prof. Simitis. Man wird daher, da bin ich mir ziemlich sicher, und die wertschätzenden Worte der Kolleginnen und Kollegen in der Debatte haben das ein Stückchen mit zum Ausdruck gebracht, zukünftig sicher von der Ära Runellenfitsch sprechen, wenn es um den Datenschutz in Hessen mindestens in den Jahren 2003 bis 2020 geht. Der 48. Tätigkeitsbericht verzeichnet für den Datenschutz im öffentlichen Bereich wie auch in den Jahren zuvor keine schwerwiegenden Verstöße. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft und die wichtigste Nachricht aus diesem Bericht. Gleichwohl ist an einigen Stellen im Tätigkeitsbericht mit der sachlichen Kritik, die Sie und Ihre Behörde dort aufweisen, wiederum deutlich geworden, wie sachbezogen Sie Ihre Arbeit in der Behörde verstanden haben und Sie selbst als Datenschutzbeauftragter. Wir haben uns seitens der Landesregierung immer darum bemüht, Sie rechtzeitig einzubinden. Klar, das war so ein Stückchen Lebensversicherung auch für uns, dass nicht hinterher der Datenschutzbeauftragte kommt und sagt, da habt ihr einen Fehler gemacht. Also jetzt mal, Jörg-Uwe, ganz kurz. Also du hast jetzt eben das mit dem Sklaven der technischen Entwicklung gesagt. Dann darf aber auch nicht der Reflex kommen, so nach dem Motto, bei den heutigen technischen Möglichkeiten müsste dies und jenes aber schneller gehen. Ja? Also da muss man halt schon sozusagen dann sich auch dran messen lassen. Aber wir sind immer frühzeitig auf den Datenschutzbeauftragten und seine Behörde zugegangen, jedenfalls immer dann, wenn uns irgendwie bewusst war, es hat irgendeine Bewandtnis auch mit Datenschutz bei dem, was wir gerade so anstellen. Und da möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen persönlich, aber auch bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken für die Beratungsleistung. Aber ich will auch sagen, für das Ermöglichen von vielen Fragen, die nicht selbstverständlich, wo ein anderer Datenschutzbeauftragter vielleicht gesagt hätte, nee, das geht nicht. Mit Recht. Aber Sie haben in Ihre Beratungsleistung immer so verstanden, dass Sie gesagt haben, aber wenn man es vielleicht so oder so macht, dann kommt man zu einem ähnlichen Ziel. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Und am Ende sind wir uns einig, dass wir, das haben Sie gerade eben in Ihrem Redebeitrag auch deutlich gemacht, dass wir in der Bevölkerung eine große Akzeptanz für Verwaltungshandeln am Ende erreichen müssen. Für all die Maßnahmen, insbesondere gerade jetzt auch in diesen Pandemiefragen. Ihnen war, so zumindest mein Eindruck, immer bewusst, dass Sie eine große Verantwortung haben. Natürlich eine große Verantwortung für den Datenschutz. Klar, der Datenschutzbeauftragte hat für den Datenschutz Verantwortung. Aber Sie haben auch, zumindest habe ich den Eindruck gehabt, immer die Verantwortung gespürt, die Akzeptanz für den Datenschutz in unserem Lande hochzuhalten. Und auch dafür möchte ich Ihnen sehr herzlich Dankeschön sagen. Sie haben nicht zugelassen, dass der Datenschutz als Argument für politische Zwecke zur Verhinderung vielleicht ungewollter politischer Entscheidungen missbraucht wurde, sondern immer streng an der Sache. Das hat dem Datenschutz in Hessen sehr gut getan. Vielen Dank dafür, Herr Prof. Runellenfitsch. Das hat sich ausgezahlt. Die Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten hat am Ende der Landesregierung mit dem Datenschutzbeauftragten hat am Ende zu einem guten und hohen Datenschutzniveau auch bei uns geführt. Und auch darauf können wir insgesamt stolz sein. Wenn ich sage, die Ära Runellenfitsch, dann muss man sagen, zwei besondere Ereignisse fallen in diese Ära Runellenfitsch, die von außen auf uns oder über uns gekommen sind. Einmal das Thema Datenschutzverordnung ist hier gerade eben schon angesprochen worden. Die ordnungsgemäße Anwendung dieses neuen Rechts
war sozusagen mit einer der großen Herausforderungen, die Ihre Behörde, die der Datenschutzbeauftragte, zu bewältigen hatte. Und das zweite große Ereignis, das will ich nicht vergessen, das war schon im Jahre 2011. Und zwar haben wir uns früher in den 2000er, Jörg Uwe, hier im Hessischen Landtag auch immer über die Frage des Datenschutzes im privatrechtlichen Bereich unterhalten. Das Regierungspräsidium, ehemaliger Innenminister Volker Bouffier, war, meine ich, damals sozusagen die zuständige Behörde für die Fragen des, privaten Datenschutzes. Und das ist sozusagen auch auf Sie, auf Ihre Behörde übergegangen. Und dort haben wir an vielen, vielen Stellen immer mal wieder zu diskutieren gehabt, ob das Datenschutzniveau gerade im nicht öffentlichen Bereich so erreicht wird, wie wir uns das vorstellen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einen letzten Punkt wenigstens noch kurz ansprechen. Die Landesregierung hat Kenntnis genommen. Sie haben sich damit auseinandergesetzt und haben festgestellt, in 20 Ziffern des Tätigkeitsberichtes hat die Landesregierung zustimmend zur Kenntnis genommen. Ja, zustimmend zur Kenntnis genommen, deswegen, weil wir das, was Sie dort ausgeführt haben, eben im Tätigkeitsbericht nicht ignorieren dürfen, auch nicht ignorieren wollen, aber weil es eben nicht in unsere Zuständigkeit fällt, eben keine originäre Handlungspflicht für den Staat daraus ergibt. Insofern bitte ich sozusagen, dass die Kenntnisnahme als eigenständige Kategorie des Tätigkeitsberichtes zu akzeptieren. Das ist keine Respektlosigkeit, sondern es ist schlicht und ergreifend, unseren eigenen Zuständigkeiten folgend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren, in den letzten 17 Jahren über den Datenschutz hier mit Ihnen, Herr Professor Ronellenfitsch, an vielen Stellen diskutiert, nicht nur, wenn Sie Ihren Bericht gegeben haben, in den Ausschüssen, bei vielen, vielen Anhörungen, die wir gemeinsam in den unterschiedlichen Ausschüssen, wo der Datenschutz in irgendeiner Form bei einem Gesetzgebungsverfahren betroffen war, haben wir miteinander diskutiert, miteinander gerungen. Am Ende hat es sich, glaube ich, für den Datenschutz, und da will ich bei den Kollegen bleiben, die eben gesagt haben, wofür ist der Datenschutz, der ist auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und dafür will ich Ihnen herzlich danken. Sie haben sich um den Datenschutz in unserem Lande sehr verdient gemacht. Dafür sind wir Ihnen dankbar, die Hessische Landesregierung. Die Kollegen haben das für den Landtag getan. Aber ich bin mir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger Ihnen ebenfalls für Ihre Amtszeit, für das, was Sie geleistet haben, sehr, sehr dankbar sein können und sein dürfen. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Wir sind damit am Ende der Aussprache. Wir haben den Bericht entgegengenommen und besprochen. Und lieber Herr Professor Ronellenfitsch, das ist ja eben mehrfach angeklungen. Wir haben auch schon vorhin darüber gesprochen. Heute ist nicht der Tag des Abschiedes. Sie sind, und das, glaube ich, durfte man eben auch wieder erleben, Sie sind mit Elan, mit Engagement und mit Humor, aber auch mit Herzblut mitten und ganz in Ihrem Amt, das, Sie haben es auch eben selbst gesagt, ja erst Ende Februar ausläuft. Und wir werden Sie dann, der Hessische Landtag wird Sie dann ganz offiziell natürlich auch verabschieden. Und dennoch war das heute Ihr letzter Bericht in dieser Funktion in der Plenarsitzung des Landtages. Und ich möchte diesen Anlass nutzen, Ihnen für Ihre großartige Arbeit im Namen des gesamten Hauses Dank zu sagen, lieber Herr Professor Ronellenfitsch. Die Daten sind genannt worden. Bleiben Sie noch einen kurzen Moment sitzen, bleiben Sie noch einen kurzen Moment bei uns, Herr Professor Ronellenfitsch. Die Daten sind genannt worden. Ich komme nämlich noch auf Ihren Namen zu sprechen. Am 18. September sind Sie erstmal 2003 in das Amt eingeführt worden, gewählt worden am 28. August und erneut am 31. August 2009 hat der Landtag Sie dann im Amt bestätigt. Und ein viertes Mal sind Sie am 12. März 2014 in das Amt berufen worden. Die Redner haben darauf hingewiesen, es ist eine außergewöhnliche Amtszeit, die Sie absolviert haben. Und Sie haben ein Amt übernommen, das ja seit der Verabschiedung des weltweit ersten Datenschutzgesetzes 1970 und der Wahl des ersten Beauftragten 1971, ja, man kann das so sagen, zu den anerkanntesten und respektiertesten Einrichtungen unseres Landes zählt. Auch Sie haben immer wieder darauf hingewiesen, die Notwendigkeit präziser Regelungen
im Datenschutz. Und die ständige Überprüfung ihrer Einhaltung sind ein fester Bestandteil geworden, glücklicherweise ein fester Bestandteil geworden im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und das gilt, auch das ist deutlich geworden, natürlich auch vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Entwicklung und nicht nur nach meiner Überzeugung, sondern das haben Sie, glaube ich, auch gespürt und das wissen Sie auch. Füllen Sie seit der Übernahme im Jahre 2003 dieses Amt wirklich in beeindruckender Art und Weise aus. Und Sie haben sich in den 17 Jahren, und im Februar werden es dann 18 Jahre sein, ein wirklich großes Maß an Respekt und Anerkennung weit über die Grenzen des Landtages und des Landes erworben. Und auch das muss immer wieder gesagt werden, die Berichte und die damit verbundenen Auftritte hier gehören wirklich zu den Höhepunkten des Parlamentsjahres. Sie genießen eine enorme Wertschätzung als Persönlichkeit, aber im Besonderen natürlich als Autorität auf Ihrem Gebiet. Und Sie sind das, was man eine Instanz nennen kann, eine echte Instanz für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und wenn wir nicht wussten, wie es geht, wenn wir nicht wussten, wie es funktioniert, dann haben wir Sie einfach gefragt und dann wussten wir es und dann hat es auch funktioniert. Und ich glaube, wir haben sehr schnell gemerkt, dass der Mann aus Mannheim gut zu uns hier in Hessen passt. Und wir und der Datenschutz haben sich bei Ihnen sehr gut aufgehoben gefühlt. Aber das ist im Übrigen, wenn man jetzt mal wirklich in die Forschung hineinschaut, ja gar keine große Überraschung, kennt man nämlich die Bedeutung Ihres Familiennamens. Und ich weiß nicht, ob Sie das hier in diesem Hohen Hause wissen. Ich habe es mir auch angelesen, gebe ich zu. In Deutschland gibt es einen einzigen Lehrstuhl für Onomastik. Onomastik, das ist die Lehre der Namensforschung. Und noch 1999 hat der Inhaber des Lehrstuhls, also ein Kollege von Ihnen, das ist Professor Jürgen Udolf aus Leipzig, auf die Frage nach der Bedeutung des Namens Ronellenfitsch geantwortet: Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Und dann hat das stattgefunden, wofür wir Forscher und Forscherinnen ja so sehr schätzen. Es hat seinen Ehrgeiz geweckt und er hat geforscht und geforscht. Und aus dem blassen Schimmer, der ja anfangs nicht vorhanden wurde, wurde dann eine gefestigte Aussprache, eine gefestigte Erkenntnis. Der Familienname Ronellenfitsch geht auf Serbisch, Ranilovic, zurück. Und dem liegt ein Personenname zugrunde, dessen Basis in Altkirchenslawisch beschützen, bewahren bedeutet. Und Sie, lieber Herr Professor Ronellenfitsch, sind wirklich zu einem der wichtigsten Datenschützer geworden. Und die Onomastik hat das belegt und Ihnen sozusagen diese Funktion schon sehr früh, nämlich durch Ihren Familiennamen, in die Wiege gelegt. Ich darf Ihnen einen herzlichen Dank noch einmal aussprechen für eine sehr vertrauensvolle, für eine sehr konstruktive und auch eine fröhliche Zusammenarbeit, weil es immer Spaß gemacht hat, mit Ihnen zusammen zu sein, mit Ihnen zu sprechen. Es hat uns immer bereichert. Und natürlich dafür, dass Sie wieder heute bei uns waren. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein besinnliches Weihnachtsfest, dass Sie gut ins neue Jahr kommen. Und das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund, lieber Herr Professor Ronellenfitsch. Bis bald.